Na, na, na? Wusste ich doch, dass die auf Rot schaltet. Ha, hab ich doch gesehen. X. So. Gut. Letzte Haltestelle, oder? Nee, Moment. Elton ist noch nicht die letzte Haltestelle. El Tonno. Also die fette Tonne. Aus Thunfisch. Die fette Thunfischtonne. Boah, wir haben ja noch echt viele Haltestellen und die Folge ist ja gleich um. Beeilt euch mal. Wir haben doch keine Zeit! Wenn ich jetzt eine Armbanduhr hätte, hätte ich dann darauf gezeigt, aber ich habe keine. Also ich habe schon eine Armbanduhr, aber das ist ein Handy. Also das ist eine Smartwatch. Die ist total klug, da ist ein Androide drauf. Und mit dem kann ich alles Mögliche machen. Ich kann sogar Absch kann ich installieren. Oh cool, da fährt sogar ein Zug. Tschu-tschu. Noob, noob. Ja, der Gag musste sein. Ups. Komm schon, beeilt euch. Hopp. Gut, die sind nicht mehr so gut gelaunt, aber die werden jetzt wieder gut gelaunt sein, denn ich bin ein total lustiger Busfahrer. Kennt ihr den? Kommt ein Mann in eine Bar mit einem Frosch auf den Kopf. Wir sind gerade über Rot rübergefahren, aber ich muss Zeit aufholen. Also, kommt ein Mann in die Bar mit einem Frosch auf den Kopf. Sagt der Barkeeper, na, was haben Sie denn da? Sagt der Frosch, weiß ich auch nicht, ich bin hier irgendwann mal reingetreten, geht nicht weg. Hm? Der ist viel besser als kommt eine Frau beim Arzt. Badumts. Ja, mal sehen, ob Zukunfts-TBM hier ein Badumts eingespielt hat. Das würde mich ja echt freuen, wenn der das tut. Aber ich glaube nicht, dass er da Bock drauf hat. Well. Solche unerwarteten Kurven sind mit diesem Spiel immer so ein bisschen problematisch. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Sag mal, was ist denn los hier um 20 vor 5? So, ich dachte schon, da steht ein Passant an der Ampel, aber das ist einfach nur ein Mülleimer. Ja gut, so einen großen Unterschied macht es in dem Spiel auch nicht, ob das nur ein Mülleimer oder ein Passant ist. Gallows Corner. Wer ist Gallo und warum wird eine Ecke nach ihm benannt? Und nächste Haltestelle, Westminster Endhaltestelle. Diese Busfahrt endet dort. Alle aussteigen bitte. Der nächste Bus der Circle Line fährt in 5 Minuten. Dementsprechend können Sie einfach an der Haltestelle stehen bleiben. Ich bin das aber nicht. Dementsprechend legen Sie sich gehackt. So, da vorne ist rot. Brumm, brumm. Ich rolle langsam den Berg rauf. Und habe keinen Bock. Ich würde gerade sagen, ich habe keinen Bock hier, aber ich merke gerade, ich brauche gar nicht die Spur wechseln, weil ich im Endeffekt hier ja nur der Bürgersteig abgesperrt ist und ich jetzt hier gleich auf die Haltestelle von der Busspur aus wechsle. Ich spiele ganz gerne Spiele, wo man mit Autos oder Bussen oder sowas fährt. Auch Züge. Ja, mag ich alles. Eventuell spiele ich auch demnächst nochmal einen Zugsimulator, abgesehen vom Londoner U-Bahn-Simulator. Endhaltestelle, alles aussteigen bitte. Und, ja. Diese Folge neigt sich damit wohl dem Ende. Und wir sind tatsächlich noch pünktlich zum Folgenende fertig geworden mit dieser einen Route. Yay! Erinnert ihr euch noch an den Anfang dieses Let's Plays, als ich pro Folge mehr als eine Route gefahren bin, da bin ich, wobei Pünktlichkeit 3%, ja. Da bin ich tatsächlich mehr als eine Runde pro Folge gefahren. Erstaunlich, oder? Aber ich glaube nicht, dass das in Stufe 5 und 6 noch besser werden wird. Da werden wir eher dann überlange Folgen haben. Ich drücke auf eine Taste und die nächste Mission heißt ein weiter Weg zur Schule. Manche Kinder haben einen weiten Schulweg. Sie müssen sich in Old Town einsammeln und sie zur Western High School bringen.
Nein, ich muss sie. Nicht die Kinder müssen sich selbst einsammeln. Obwohl das wäre auch ganz praktisch, wenn die Kinder sich so einsammeln würden. Die Schule befindet sich an der Grenze zum Central Business District. Die Route ist ziemlich lang und daher ideal, um viele perfekte Meileboni zu sammeln. Warum sammle ich eigentlich selten so viel, so überhaupt perfekte Meileboni? Kann mir das mal jemand sagen? Und kann mir jemand sagen, ob das Spiel immer noch ruckelt? Ich habe da nämlich absolut gar nicht drauf geachtet, ob das Spiel immer noch so ruckelt wie zu Anfang. Was? Boah, Alter, komm schon! Nein! Gut. So werden das keine perfekten Meilen, wenn er schon so anfängt. Ehrlich jetzt. Ach, schon voll am Struggeln ist der TBM-Zock da. Was? Super Sport Stadium. Yeah, da würde ich auch gerne mal Sport gucken. Was? Nicht in der Spur? Bin doch nur kurz auf den Bürgersteig gefahren. Zick doch nicht so rum hier. Toll. But bad taste. Yep, das müssen die Zuschauer haben, wenn sie dieses Let's Play gucken. Café Neon. Dinner. Hm. Gut, okay, ich habe gerade erst gegessen. Und zwar eine Hähnchenbox von einem Fastfood-Restaurant. Leider kam mein Bus früher, sonst hätte ich noch bei einem anderen Fastfood-Restaurant, was direkt um die Ecke ist, mir noch ein paar Zwiebelringe geholt. Also von daher, wir haben alle Fastfood-Restaurants durch, die man so kennt. Also den König und den Schotten. Obwohl die Preise alles andere als schottisch sind. Was? Wir sammeln hier zwei Kinder? In Tooting? Ja. Kommt mal weg von der Mutterzitze, Jungs. Zieht mal aus Tooting weg. Das klingt ja echt, also... Vor allem, was sind das da für Berge an der Seite? Was ist das da? Und warum nebelt es von diesen Bergen? Na gut, da hinten ist eine Baustelle, aber... Hä? Habt ihr schon mal Baustellen gesehen, wo so bergeweise irgendwelcher Kies aufgeschüttet wird? So im Sinne von, wir brauchen noch jede Menge Kies. Wir haben 3 LKWs mit Kies bestellt. Ich hoffe, die kommen bald an. Sonst können wir hier keine Hochhäuser bauen. Bitte was? Da kommen doch irgendwelche komischen LKWs, die dann Beton bringen. Aber die schütten das doch nicht so bergeweise auf. Oh. Exakt halb. So, ein weiterer Schüler, was? Nächste Haltestelle. Na? Vulcan Way. Ja, hier leben die Vulkanier, bekannt aus Star Trek. Die machen immer so, Peace. Ja, ich kann das. Nein, ich habe die Ansicht gewechselt. Ach, da hatte ich die Ansicht wechseln Taste. Ich habe schon gefragt, wo die geblieben ist. So, eine Meile mit glücklichen Passagieren. Ja, wenn ihr wüsstet, wie gern ich Kinder habe, dann würde sich das schnell ändern. Ja, komm schon, komm schon. Ja, gut, geht doch. So, erstaunlicherweise bin ich selber erstaunt darüber, wie gut ich ein Spiel mit Joypad spiele. Weil normalerweise meide ich das Joypad, weil Joypads wurden vom Teufel erfunden. Die hat er nur erfunden, weil er First-Person-Shooter-Spieler ärgern wollte. Weil im Endeffekt... Oh, gerade noch gerettet. Ja, weil ich nicht um die Kurve gekommen bin. Aber ich muss ja sowieso auf diese Spur, merke ich gerade. Geil. Gut. Jetzt haben wir die Schüler ein bisschen verärgert. Gib Gas! Boah, dieser Schulbus fährt sich echt wie ein Space Shuttle. Und irgendjemand sagte mal, ein Space Shuttle fliegt sich wie ein Haufen Beton. Weil es auch ein Haufen Beton ist. Vulcan Way! Mal sehen, was haben wir denn sonst noch vor uns? West Drayton? Shepiston Lane? Mayday Hospital? Ja, Kinder aus dem Mayday Hospital. Barking Side? Wuff, wuff! Mord Lake, also Mortadella Lake. Und, habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe nicht geblinkt, bevor ich losgefahren bin. Böser Tegel zockt. Ah, ich muss ja sowieso die Spuren wechseln hier. So, gut. Da vorne müssen wir wieder rechts abbiegen. Mal sehen, so zeitlich. Was? Wir fahren schon 5 Minuten? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss hier ein bisschen abbremsen, den Berg runter. Dann bin ich da vorne.
Na gut, ich musste doch nicht so abbremsen. Komm schon. Bites. Ach, küsst mir doch die Klöten. Was ist denn da zu meckern? Ich hab doch einfach nur ganz nach vorne. Ich bin doch nur nach vorne gefahren jetzt. Ehrlich jetzt. Ja. Hupe, wenn du zufrieden bist. So, gut. Ehrlich jetzt. Ihr seid Kinder, ihr könnt das ab, wenn man mal ein bisschen härter bremst. Außerdem seht ihr aus, als wärt ihr alle bei DHL angestellt. Siehst du, 9 Kinder, die werden gleich wieder happy sein. Hallo, Kollege. Scheiß Job, was? Ja, 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 Gas geben. Die Ampel schaffe ich nicht mehr, oder? Ja, die Ampel schaffe ich nicht mehr. Aber egal. Wobei, da hinten muss ich ja sowieso. Was ist das hier eigentlich? Hier ist eine Haltestelle, da ist eine Haltestelle. Und vor allen Dingen die Kollegen, die hier fahren, die halten nirgendwo. Die sehen es nicht ein, irgendwo halten zu müssen. Halt die Teil, wir müssen nicht halten. Wir sind Leerfahrten. Ja, leer im Kopf, was? So, Shepiston Lane, nächste Haltestelle, Mayday Hospital. Wenn also irgendwelche Kinder durch meine Vollbremsung zufällig blutige Schädel haben. Siehst du, jetzt sind sie wieder happy. Haha, wusste ich doch. Dann solltet ihr hier aussteigen, liebe Kinder. Genauso wie die Zuschauer auch langsam aussteigen sollten aus diesem Let's Play. Ja. Ach, da vorne biegt er ab. Oh, der werte Herr. Well, halt doch an. Hat es also nicht nötig. Ups, wollte ich nicht hupen. Nächste Haltestelle, Buckyside. Nix. Da. Was? Nicht in der Spur? Leck mich, ich hab geblinkt. So. Weiter geht's. Ist nichts passiert. Die Autos da vorne blinken nur spaßeshalber so. Das liegt an den Wolken. Ja, bestimmt an den Wolken. Ja. Die Lichtberechnung in diesem Spiel ist nicht existent. Von daher liegt an den Wolken. Ja. So. Ups. Alter, wo fahren wir denn hin, bitte? Nein, ich fahre bei Rot rüber. Ich fahre bei Rot rüber. Ich wollte jetzt nicht nur eine Vollbremsung hinlegen mit den Kindern an Bord. Da fahre ich lieber bei Rot rüber und lass mir in die Seite fahren, sozusagen. Wenn da irgendein Auto... Ja, ich merke doch schon, dass es ein bisschen spät ist. So 10 vor 5. Und dass ich die letzten Tage nicht so gut geschlafen habe. Ich weiß auch nicht. Und da merkt man das schon so ein bisschen. Dass einem so die Augen austrocknen. Da vorne ist ja endlich die nächste Haltestelle. Oh, echt jetzt? Warum wer wohnt denn bitte hier in diesem Containerghetto? Echt jetzt? Welche Kinder wohnen denn bitte hier? Nächster Halt, Containerghetto. Na? Wer bist du denn? Ach, du bist der kleine Schorsch. Nein, Quatsch. Schorsch wohnt nicht in dem Containerghetto. Was? Ja, Spur nicht korrekt gewechselt. Küss mir. Küss mir, was auch immer. Dämmchen. So, jetzt kriege ich aber einen korrekten Spurwechsel, oder? Ja.